Wir besprechen zurzeit den Römerbrief. Römer Kapitel 1 haben wir schon angeschaut. Heute kommen wir zu Römer Kapitel 2. Schlag mal auf zu Römer Kapitel 2. Und wir schauen uns die zentrale Aussage aus Römer Kapitel 2 an. Die kommt gleich im ersten Vers. Okay? Und der, was danach kommt, ist eigentlich nur noch Abhandlung über das, was da im ersten Vers steht. Und ich lese mal. Es ist jetzt ein bisschen länglich. Ich lese mal ein paar Verse und spreche dann drüber. Also. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Meine Botschaft heute Abend heißt, verdammst du dich selbst? Fragezeichen. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, o Mensch, der du dir richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes sich zur Buße leitet? Also um was es hier geht, ist Folgendes. Da ist also jemand, der anderen ankreidet, was er selber macht. Okay? Also der lästert über andere, obwohl er auch selber nicht besser ist. Und das macht er also dauernd. Aber es passiert nicht gleich irgendwie was Schlimmes in seinem Leben, hätte man ja vielleicht denken können, sondern Paulus sagt, schau, die Geduld, Langmut und die Güte Gottes, die leitet dich zur Buße. Hm. Und jetzt geht es weiter hier in Vers 5. Nach deiner Störrigkeit aber und bußfertigen Herzen, aber häufst du dir selber Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Also was Paulus hier sagt ist, dass wenn du lang genug ungerechterweise über andere Leute herziehst, dann passiert irgendwie etwas in deinem Leben, was nicht so richtig gut ist. Okay? Das passiert aber nicht sofort, weil Gott barmherzig und gnädig ist. Und er ist nicht kindisch, sag mal, preis dem Herrn. Okay? Nur weil irgendwie dich einer geschnitten hat beim Autofahren oder sonst irgendwie was oder dich blöd angeschaut hat. Er schmeißt dir jetzt nicht gleich mit Dachziegeln auf denjenigen oder auf dich, wenn du das getan hast. Bin ich ganz froh drüber. Okay, und jetzt kommen wichtige Sätze. Der Herr wird einem jeden Vergelten nach seinen Werken. Sag mal mit mir, auch Worte sind Werke. Der Herr wird jedem vergelten nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer im guten Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstzucht bestimmt, der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Wir würden heute sagen, sowohl des Orientalen zuerst als auch des Westlers. Ne? Herrlichkeit, Vers 10, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn da ist kein Ansehen der Person. Das können wir noch weiterlesen, das mache ich jetzt aber nicht, ich will noch ein paar andere Sachen auch sagen. Okay, also nochmal, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Vers 1 wieder. Worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Du richtest andere Leute, obwohl du dasselbe tust wie die. Und das ist ein großes Problem. Ich sage jetzt mal ein großes Geheimnis. Wenn du dermaleins vorm Herrn stehen wirst und er dich richten wird, als Mensch, als Christ, eine Sache aber überhaupt als Mensch, okay, wirst du eine Sache jetzt vor deinem Schöpfer stehen und wirst Rechenschaft ablegen. Und Jesus sagt im Evangelium, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Und was Paulus hier sagt, und Jesus nachher auch noch, das ist, vor dem Thron Gottes, wenn das Urteil über dein Leben gesprochen wird, ist es nicht letztendlich Gott, der dich verdammen wird und verurteilen wird, sondern du wirst deine eigene zornige Stimme hören, die genau das, was du getan hast, in den schlimmsten und höchsten Tönen verurteilt. Also in anderen Worten, du bist dein eigener Richter. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und deut auf ihn. Muss gar nichts sagen, der weiß schon, was ist. Ja? Du bist dein eigener Richter. Das ist eine wichtige Aussage. Du bist dein eigener Richter zum Schluss. Ja? Jesus sagt zum Beispiel zu dem im Matthäus
Kapitel 25, zu dem faulen Knecht, wenn ihr euch erinnert, der sein Talent vergraben hat. Der sagt dann, ja, Herr, hier hast du dein Talent wieder. Puh, hab's vergraben, weil du bist ein harter Mann und so weiter und so fort. Und dann sagt der Herr, böser und fauler Knecht, aus deinem eigenen Mund werde ich dich richten. Aus deinem eigenen Mund werde ich dich richten. Eine wichtige, wichtige Aussage, musst du dir unbedingt merken, ist vielleicht ein bisschen untergegangen in den vielen Sätzen von Paulus, aber das ist die Aussage. Und die Sache ist jetzt die, schau, dieses andere kritisieren für Dinge, die du selber tust, das macht dir nicht nur in Ewigkeit Schwierigkeiten, sondern das macht dir jetzt hier schon Schwierigkeiten. Ja, deswegen hat mich der Herr hier angeleitet, in diese Richtung heute zu gehen. Man kann in alle möglichen Richtungen gehen mit dem Text, aber ich gehe in diese Richtung heute mit dem Text. Wenn du es, pass mal auf, wenn du merkst, dass du eigentlich ständig schlapp bist, okay, dass du meistens schlechte Laune hast, dass du chronisch frustriert bist und deprimiert und manchmal so knapp vor der Depression stehst, dann habe ich heute eine Lösung für dich. Okay, dann bist du heute genau richtig, dann hast du genau die richtige Botschaft eingeschaltet, denn der Herr, der kommt dir heute Abend entgegen oder heute Morgen, egal wo es jetzt bei dir ist, und er heilt dich, preis dem Herrn. So, mir geht es also heute in meiner Botschaft um Heilung und um Rückkehr zur Freude an deiner Erlösung oder wenn du noch nicht erlöst bist, zum ersten Mal erlöst wirst. Okay, wichtige Sache. Okay, in Matthäus-Evangelium Kapitel 7, da sagt Jesus in den Versen 1 bis 5, wer sich Notizen macht, da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und er führt es dann aus, weil, wenn ihr richtet, vielleicht lese ich euch das vor, ist ja nicht weit weg hier. Matthäus Kapitel 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Maß oder mit welchem Gericht ihr messt, ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Wer ist dein Richter? Ist es Gott oder bist es du? Also nach dem, was ich hier lese, bist es du selber. Es ist gut zu wissen, meine Damen und Herren, denn da kann ich dann nämlich was machen. Na, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Und jetzt wird es schon ein bisschen persönlicher, der Herr. Und er sagt, was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Den Balken aber in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Was ist größer, Splitter oder Balken? Okay, es ist jetzt keine Fangfrage. Okay, der Splitter ist klein, der Balken ist groß. Na, wir würden heute sagen, wenn Jesus heute leben würde und in unserer Gesellschaft würde er sagen, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und das Brett vor deinem eigenen Kopf siehst du nicht. Na, so würde es sich heute ausdrücken, ihr wisst, was ich meine. So, das ist nämlich ein bisschen die Sache hier. Jesus sagt, du selber hast ein Riesenproblem, aber du projizierst dieses Problem auf deinen Nächsten, auf jemanden anderen. Dein Problem projizierst du auf einen anderen. Du findest oder du verurteilst jemanden für einen Splitter, obwohl du selber einen Balken hast. In anderen Worten, du hast das große Problem, der ist kleine. Aber du deutest auf sein Problem hin. Du sprichst darüber, du kritisierst ihn dafür. Was du da eigentlich machst, ist ablenken von deinem Balken. Okay? Du lenkst von deiner eigenen Fehlerhaftigkeit, lenkst du ab. Das ist ungefähr so wie, hier gibt es nichts zu sehen, ja, du hast blutige Hände vor lauter Sünde, verstehst du? Und du deutest drüber auf einen anderen, der blutigen Daumen hat und sagst, hier gibt es nichts zu sehen, schau drüber auf den, schau mal, boah, blutige Daumen, furchtbar, der hat ja Blut an den Händen und dabei tropft es bei dir. Schön grauslich heute, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Was ich sagen will, ist, das Problem, das du selber hast, verurteilst du in einem anderen. Jetzt ist die Frage, verurteilst du irgendjemanden? Diejenigen, die du am wenigsten leiden kannst, sind möglicherweise dir am ähnlichsten. Oder ihre Sünden sind deinen am ähnlichsten. Mensch, wo bin ich hier gelandet? Ja. Okay, lass mich gleich den Vers auch noch einschieben. Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Also pass auf, solange du über andere gewohnheitsmäßig herziehst und die kritisierst, solange ist dein Gottesdienst vergeblich. In anderen Worten, solange besteht eine Sperre zwischen dir und Gott. Du dienst Gott nicht wirklich, du hast nicht die Gemeinschaft mit Gott, die du haben könntest und haben solltest und die du auch gern hättest.
Jesu, wenn du also chronisch kritisierst, dann bist du nicht im Willen Gottes, dann ist dein Gottesdienst, heißt sie im Wort Gottes, vergeblich. Okay, und jetzt, ne? Jetzt lasst uns mal zum 2. Samuel gehen, ich erzähle euch, was da steht. Im 2. Samuel Kapitel 12, in den Versen 1 bis 11, so 15, ist Folgendes. König David. König David ist in seinem Palast und er ist schlecht drauf. Er liegt im Bett und er kann nicht einschlafen. Er fühlt sich schlecht, er fühlt sich schlapp. Unterm Tag ist er müde, in der Nacht kann er nicht schlafen. Alles geht ihm auf die Nerven. Ja, wenn morgens der Diener reinkommt und diesen Rollo hochmacht, dann sagt er, mach wieder runter, ist ja viel zu hell. Und er liegt im Bett und er döst noch vor sich hin, aber er findet einfach keine Erholung. Ja, einmal ist es zu kalt, dann ist es wieder zu warm. Und die Leute um ihn herum, die haben irgendwie Schwundhirn. Die machen nichts mehr richtig. Nur noch von Narren umgeben. Und nachts, wenn er aufsteht, weil er mal raus muss, ja, muss mal aufs Klo, denkt er sich, ich bin König. Mir könnte was passieren. Drohen ist ja beliebt, hätte gern jeder. Also was macht er? Er schnappt sich den Baseballschläger aus dem Schrank, ja, und geht mit dem Baseballschläger in der Hand rüber, die 3 Meter auf sein Privatklo, damit auch wirklich nichts passiert. Er ist paranoid. Und am Morgen, wenn er dann endlich aufwacht und er kann nicht mehr länger warten, es ist schon 10 am Morgen, ja, und die Geschäfte warten auf ihn, die Regierungsarbeit, liegt er drin, schleppt sich aus dem Bett und hockt dann auf dem Thron, ja, verrutscht die Krone und schaut gelangweilt. Und das ganze Land merkt es, König ist irgendwie neben der Kapp oder neben der Krone. Ja, er ist nicht mehr er selber, er ist nicht mehr der David. Er hat schon seit Monaten keinen Psalm mehr geschrieben, die Hitparade, die leidet unter seiner Unproduktivität, da ist nichts mehr los, der steht voll neben sich, der ist blöd drauf. Was ist nur mit dem? Und keiner weiß es. Und dann spricht Gott zum Propheten Nathan und er sagt ihm alles. Er sagt ihm, dass David sich die Bathseba gekrallt hat. Er sagt ihm, dass David den Mann der Bathseba, nämlich den Uriah, durch ein Militärmanöver im Krieg hat umkommen lassen, absichtlich getötet. David hat ihn absichtlich getötet. Und dann hat er die Frau noch geheiratet, nachdem die Trauerzeit vorbei war. Und da ging dann so richtig das Siechtum los. Woher weiß ich, dass David so schlecht drauf war in dieser Zeit? Das weiß ich aus Psalm 38 und Psalm 51. Da wird seine Befindlichkeit beschrieben. So willst du nicht leben. Er fühlt sich ständig zerschlagen. Die Freude an der Erlösung ist weg. Er ist deprimiert die ganze Zeit. Alle, die um ihn herum sind, die kommen ihm vor wie Fremde. Er ist also voll daneben. Er fühlt sich nicht gut. Und jetzt weiß der Prophet Nathan alles. Und der Herr sagt, Nathan, geh zu ihm und konfrontiere ihn. König, orientalischer König. Orientalische Könige haben absolut geherrscht. Es hat mal eine Zeit gegeben im Römischen Reich, da war der Kaiser unter seinen Römern im Circus Maximus und da sind Orientalen gekommen und die haben sich vom Kaiser niedergeworfen. Und die Römer, die standen drumherum, also auf den Rängen, ihr wisst schon, und haben zugeschaut, wie die da orientalischen Zirkus machen mit Niederwerfung und alles Mögliche. Die haben angefangen zu lachen. Die haben angefangen zu lachen, bis das ganze Stadion gelacht hat. Warum? Weil die sich vor dem König so niedergeworfen haben. Naja, jetzt egal. Wir sind im Orient. Und da haben sie sich niedergeworfen vor dem König. Denn der König, der hat seine Untertanen sozusagen besessen als persönliches Besitztum. Stell dir das mal vor. Und wenn der eine Frau haben wollte, ja, wer soll da Nein sagen? Schau, wenn der König dich schief anschaut und dich nicht leiden kann, dann kann es sein, dass der einfach sagt, Schluss mit dir und dann stirbst du. Und jetzt, wenn du Prophet bist und den Herrscher konfrontierst, denk nur an Johannes den Täufer. Ja, war nicht so gut, wie das ausging. Und jetzt sollte Nathan also David konfrontieren mit seiner Sünde. Und er weiß nicht, ob, so wie der König drauf ist, ob er das überlebt. Aber Nathan ist clever. Nathan ist schlau. Und außerdem ist Nathan ein Mann Gottes. So, er denkt sich oder lässt sich vom Herrn eine Geschichte schenken. Richtig gut. Und er sagt, König, als der König wieder mal so drin lümmelt auf seinem Thronsaal und in seinem Thron, ja, und die Rouladen alle runtergelassen sind und das Dämmerlicht herrscht und es darf keiner drinnen sein in seinem Raum, weil er gerade Ruhe braucht, kommt also der Prophet und sagt zu ihm, Majestät, hör mal, der König, ich hab einen Fall für dich zum Entscheiden.
Und der König sagt, also gut, erzähl. Und er sagt, es war ein reicher Mann, der Rinder und Schafe hatte. Und es war ein armer Mann, der gleich daneben gewohnt hat, der nur ein Lämmlein hatte. Und dieses Lamm, dieses eine einzige Lamm, dieses flauschige Lämmlein, das hat er geliebt. Und er hat es mit seinen Kindern ernährt. Und es hat bei ihm im Bett geschlafen, Schaf, ja, also Orient, ihr merkt es. Damals war das so, ist teilweise immer noch so. Wir würden uns denken, wir machen das anders, wir nehmen Schaffell, das langt völlig. Und alles, und er hat es also geliebt, sein Schaf. Und eines Tages kam ein hungriger Mann zu Besuch zu dem Reichen. Und was hat der Reiche gemacht? Als der Arme weg war, hat er sich dessen einziges Schaf gekrallt und hat es geschlachtet und hat es verputzt. Hat er gemacht. Und dann kannst du lesen, Vers 5, also 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 5. Und David wurde sehr zornig. Der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Vierfach soll er erstatten und überhaupt. Und dann Vers 7. Der Prophet lehnt sich zurück und sagt, hey, es hat funktioniert. Puh, sehr gut. Er hat sich nämlich jetzt was gemacht? Er hat sich selber verurteilt. Der Prophet sagt, da ist er jetzt wieder kühn, verstehst du? Weil jetzt merkt er, es hat funktioniert. Er sagt, du bist der Mann. Und in dem Moment geht die Luft total aus David raus. Und dann fällt er auf den Boden, die Krone kullert weg und er liegt dort und flennt los und macht den Marmor nass. Und ja, es stimmt, ich habe gesündigt. Und dann kommt Nathan und umkreist ihn wie ein Löwe und hält ihm seine Strafpredigt und sagt ihm, was alles passieren wird in der Zukunft. Auf was will ich raus? David hat, wenn er mit einem gewissen Abstand, wenn ein anderer seine Tat getan hätte, hätte er sofort erkannt, es ist falsch. Sich selber hat er das natürlich entschuldigt, ja. Okay. Und ich behaupte heute Abend, massenweise Leute hören mich oder sehen mich, auf die genau das zutrifft. Du leidest aufgrund von einem Sachverhalt, den du in anderen verurteilst, aber dir selber erlaubst. Und der Herr sagt, Schluss jetzt, so funktioniert es nicht. Du musst aufhören zu fluchen und anfangen zu segnen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, segnest du schon? Okay, du musst aufhören zu fluchen und anfangen zu segnen. Ansonsten wird es mit dir nichts. Ansonsten bleibst du drauf wie David. David hat seine Sünde bekannt und hat das Ganze wieder in Ordnung gebracht. Okay, ja, so gut er konnte Uriah natürlich nicht mehr lebendig machen. Er hat die Frau auf jeden Fall geheiratet, er war dann gut zu ihr und Salomo, der Sohn von beiden, ist er dann auch zum König geworden. Aber er hat verurteilt, was er in anderen gesehen hat und sich selber hat er entschuldigt. Was er sich selber erlaubt hat, hat er anderen verboten. Und so haut es nicht hin, der Herr sagt, so funktioniert es nicht, musst du sofort aufhören, erst dann und nur dann wird es besser mit dir. Also du musst aufhören zu fluchen und anfangen zu segnen. Sagen wir jemand Amen. Ja, wichtige Sache. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, in den Versen 30 bis 32, lesen wir interessante Sachen. Da heißt es, pass mal auf, ich schlage mal auf hin. Da heißt, deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Also das mit schwach und krank, das war David auch. Als er seine Sünde verborgen hat und Sachen für sich selber entschuldigt hat, was er den anderen verdammt hat. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen, sind gestorben. Wenn wir uns aber selbst richten würden, so würden wir nicht gerichtet. Also wenn du dich selber disziplinierst, dann würde er dich nicht disziplinieren, sondern dann würde er dich wiederherstellen. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. So, der Herr kann also bei Leuten, die andere verurteilen, ein Maß an Siechtum und Leid, so drücke ich dich jetzt mal aus, ja, psychosomatische Probleme, so wie David sie hatte, die lässt dazu, damit es dir elend geht und du eine Änderung haben willst. Also du einen Grund hast, dich zu ändern. Weil manche von uns, sie ändern sich nur dann, wenn sie Druck kriegen. Also ich gehöre ja selber manchmal auch dazu. Ja. Aber das halten wir mal fest, dass es so ist.
Denk dran, vom Richterstuhl Gottes wirst du eines Tages deine eigene Stimme hören. Und tu die dich dann richten oder tut sie dich segnen? Das ist wichtig. Auf das müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen eingehen, dass wir segnen sollen. Schau im Jakobus Kapitel 2, Vers 13. Da steht eine wunderbare Schriftstelle. Da heißt es, das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Aber es geht gut weiter. Jetzt pass auf. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Wenn du anderen Leuten ihre Fehlerhaftigkeit verzeihst und ihnen zugesteht, dass sie zwei Beine sind wie du selber, dann wird es mit dir besser. Dann wird es mit dir besser. Dann triumphiert die Barmherzigkeit über Gericht. Sag mal mit mir, Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Ja. Jakobus Kapitel 2, Vers 13, eine wunderbare Schriftstelle. So, deswegen, schau, solltest du anfangen zu segnen und nicht zu fluchen. Übrigens sagt Paulus das. Er sagt es im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 14. Musste mal nachschauen, ob es stimmt. Aber weit musst du nicht blättern. Also, ist so. Da heißt es, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Schau, wenn ihr segnest, dann passiert was. Dann kommt Segen auf dich zurück. Wenn du fluchst, dann kommt das Gericht des Fluches über dich, weil du tust das, was den anderen verurteilst. Das zieht ein Gericht nach sich. Wenn du aber andere segnest, was passiert dann? Dann wirst du auch selber gesegnet. Sag mal mit mir, die segnende Seele wird selber gesättigt. Finde ich gut, ja. Steht irgendwo in den Sprüchen, ziemlich nah am Originaltext. In deiner Übersetzung klingt das vielleicht anders. Aber das halten wir mal fest. So, du musst anfangen zu segnen. Vergeben, segnen. Ja, nicht zu pingelig sein die ganze Zeit. Und wenn du das magst, dann löst sich in dir was. Dann löst sich diese ganze Verkrampftheit, die ganze schlechte Laune, die ganze Freudlosigkeit, die löst sich plötzlich auf. In dem Moment, in dem du anfängst, gute Sachen über diese Heinis da draußen zu erzählen, sind ja gar keine Heinis, sind ja Geschöpfe Gottes wie ich auch. Ja, wenn du anfängst so zu reden, wird es besser. Überleg mal, Jesus hätte zu Petrus, als er zu ihm gebracht wurde, zu Simon ben Jona. Als Simon ben Jona zu Jesus kam, hätte Jesus ihn anschauen können, hätte sagen können, naja, so wie du daherkommst, so Augen, so schauen ihn nicht direkt an, ja, das Gegenüber, schauen das Gegenüber nicht direkt an, sondern immer so knapp daneben. Er hätte sagen können, du bist impulsiv und nicht so richtig zuverlässig. Stattdessen sagt er zu ihm, du bist Simon, du wirst Petrus sein, du wirst der Fels sein. Na, er hätte zum Philippus hätte sagen können, Philippus, du bist schwer vom Begriff. Als Philippus gesagt hat, Jesus sagt, ich gehe jetzt zum Vater und der Vater und ich sind eins und so weiter und so fort. Und Philippus sagt, Herr, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Ich bin der Abdruck seines Wesens. Du siehst, wie der Vater ist an mir. Ich bin jetzt, wie lange bin ich jetzt bei dir? Hat er gesagt übrigens. Wie lange bin ich jetzt da und du kennst mich immer noch nicht? Er hätte sagen können, hey, du bist schwer vom Begriff. Ich denke, ich sortiere dich aus. Hat aber nicht gemacht. Er hat weiterhin einen Apostel in ihm gesehen. Oder denk mal an Jakobus und Johannes. Herr, sie kamen zu ihm und haben gesagt, Herr, wir hätten ein Anliegen. Und er sagt, ja, was gibt's denn? Und sie sagen, ja, also wir möchten, schau, es ist so, wir also, ja, sagt schon. Okay, also der eine von uns, der möchte zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzen. In deinem Reich, in deiner Herrlichkeit. Ich würde mal sagen, die sind richtig ehrgeizzerfressen. Ja, wenn du der Höchste unter Gott sein willst, dann bist du wirklich ehrgeizig. Und Jesus hätte sagen können, ihr von Ehrgeiz zerfressenen, sündhaften Seelen, hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat er sie Donnersöhne genannt. Wahrscheinlich, weil sie so donnermäßig gepredigt haben, mitreißend gepredigt haben. Na, hat er sie Donnersöhne genannt. Also Jesus war, er hätte sie verurteilen können, er hätte sie in den Senkel stellen können, hat er aber nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Er hat gute Sachen über seine Jünger, über seine Mitmenschen gesagt. Er hat gesegnet, anstatt dass er verflucht hat. Denk an Römer Kapitel 12, 14. Segnet, die euch verfluchen, segnet und flucht nicht. Okay. Galaterbrief Kapitel 6 müssen wir unbedingt noch anschauen.
Galaterbrief Kapitel 6 in den Versen 6 bis 7 bis 10, da steht Folgendes. Da heißt es, auch ich zitiere es einfach, bin ich fast da. Da heißt es, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn er Fluch sät, wird er Fluch ernten. Wenn er den anderen verurteilt, was er selber tut, wird er das Urteil empfangen. Aus seinem eigenen Mund wird der Herr ihn richten. Vers 8 jetzt, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wer hätte kein ewiges Leben? Würde das gerne ernten? Natürlich, ne? Lasst uns aber, also wie erntet man oder wie sät man auf den Geist? Wie macht man das? Ganz einfach, dadurch, dass man Gutes tut. Das erklärt der nächste Vers. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Schau, wenn du Gutes tust, wenn du gute Sachen über andere sagst, nicht fluchst, sondern segnest, wird irgendwann der Flut, die Segenswelle auf dich zurollen. Und dann, während andere vom Fluch übermannt werden, hat der Herr Segen für dich. Ist doch eigentlich ganz gut. Das könnte man noch vertiefen, richtig vertiefen könnte man das noch, aber da habe ich nicht mehr die Zeit dazu. Lass mir jetzt noch auf Folgendes eingehen. Wenn du merkst, jemand redet gegen dich, und ich sage dir mal ein Geheimnis, es gibt in deiner Umgebung Leute, die unvorteilhaft über dich reden. Manchmal kriege ich reihenweise Zuschriften, die unvorteilhaft sich äußern über mich. Ja, ja, was willst du denn da machen? Da kannst du nicht jedes Mal zusammenbrechen und weinen. Du musst Folgendes bedenken. Wenn du segnest, dann kommt Segen zu dir. Sagen wir immer nochmal Amen. Okay, das ist unabänderbar. Dann lächelt der Herr in deine Richtung. Dann lächelt der Herr in deine Richtung und es ist alles gut. Wenn dann einer aufsteht und gegen dich spricht und richtig gegen dich wütend tut, weißt du, was dann passiert? Der Herr ändert den Fluch um in Segen. Erstens. Ich muss schnell nachschauen, das ist Sprüche Kapitel 26, soweit ich mich nicht irre, genau, Sprüche 26 Vers 2, wie der Sperling hin und her flattert, wie die Schwalbe wegfliegt, so ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Wisst ihr, was er macht? Dieser Fluch, der wird zum Bumerang. Ja, der fliegt vielleicht aus dem Mund des Fluchenden heraus, rotiert dann, sucht sich ein Opfer und er sieht, oh, dich kann er nicht treffen. Er hat einen Engel Gottes, der gibt dem einen kleinen Drall, diesen Fluch, Bumerang, und dann wummert er zurück. Und während dein Flucher in die andere Richtung schaut, pum, kriegt er seinen Fluch zurück, serviert. Und wisst ihr was? Selber schuld. Woher weiß ich das? Das weiß ich aus 4. Mose, Kapitel 22 bis 24. Da ist das Volk Israel gerade nach Kanaan gewandert. Und einige feindliche Länder, die haben das also gar nicht haben können. Sie haben dann einen mächtigen Propheten namens Bileam angeheuert für viel, viel Geld, um dieses Volk zu verfluchen. Um richtig schlecht über dieses Volk zu reden, ihm seine Kraft zu nehmen, geistliche Kräfte freizusetzen, die dieses Volk zerstören sollten. Wisst ihr, was passiert ist? Der hat es viermal probiert. Viermal hat er den Fluch in Segen umgewandelt und zum Schluss hat er gesegnet statt geflucht. So, das Volk, das er verfluchen sollte und wollte, hat er stattdessen gesegnet. Wisst ihr, wen er verflucht hat? Im Namen des Herrn? Die Feinde Israels. Ja, die Moabiter, die Amalekiter, die Kainiter und noch irgendjemanden. Die Feinde Israels hat er verflucht. Israel hat er verfluchen sollen. Er hat es nicht geschafft. Er hat gesagt, ja, ich würde ja gern zu dem König, der ihn angeheuert hat. Du, ich würde ja gern, aber ich kann nicht, weil ich bin Prophet und ich kann nur sagen, was der Herr sagt. Und der hat eben Segen beschlossen. Und ich sage dir mal ein Geheimnis. Wenn du in Christus bist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus im Herzen hast, dann ist Segen auch über dich beschlossen. Und jeder, der dann allzu viel Schlechtes, ungerechtfertigt über dich sagt, der verbrennt sich dann an dir die Finger. So ist es. So, du musst dir also da keine Gedanken machen. Für dich ist wichtig, dass du nicht schlecht über andere reden tust. Aus Laune und Neigung heraus.
Manchmal muss man Missstände ansprechen. Okay, natürlich richten wir andere, das ist ganz klar, muss man ja machen. Weil sonst zum Beispiel könnten wir alle Richter abschaffen. Na, ich war neulich beim Gericht, nicht selber, weil ich verklagt worden wäre, sondern jemand, den ich kenne, der ist verklagt worden. Voller Quatsch. Also aus dem Blauen heraus wurde dem da erst ein Strafbefehl serviert und dann eine Klage, nachdem er sich gewehrt hat. Und ich kenne den gut, ich weiß genau, der hat es nie gemacht, was dem zur Last gelegt wurde. Ja, ein Vergehen, Strafvergehen. Und ich habe dann gesagt, hey, also ich bin da mit dabei und ich bin da, notfalls trete ich als Zeuge für dich auf und so. Also niemand, mit dem ich verwandt bin oder verschwägert bin, muss ja dazu sagen, ja, sondern jemand anders. Naja, und so saßen wir dann jetzt im Gerichtssaal und es ist alles gut geworden. Also Freispruch auf ganzer Linie, der Staatsanwalt ist zum Schluss aufgestanden, nachdem da ein bisschen geredet wurde und eine Zeugin vernommen wurde, er ist aufgestanden und hat gesagt, den kriege ich nie überführt, können wir vergessen, ich ziehe die Klage zurück. Fertig. Also, damit war dann der Tag gerettet. Aber überleg dir mal, stell dir mal vor, du wirst wegen etwas, was du nicht getan hast, plötzlich verklagt. Alle möglichen Leute, die Macht haben, sprechen schlecht über dich. Und dann wendet dir der Herr das zum Schluss zum Segen um. Ja, und das ist gut, so macht der Herr das. Okay, wenn du also aus deinem Dauerfrust heraus möchtest, dann sagt der Herr zu dir heute Abend, hör auf, über andere zu reden. Und du sagst, ja, aber das fühlt sich so gut an, wenn ich das gerade mache. Das stimmt. Du musst nur wissen, das ist ungefähr so wie zu viel trinken. Am nächsten Tag hast du einen Kater. Ja, tut dir der Kopf weh, da fühlst du dich nicht gut. Okay? So, stattdessen segne lieber und dann säest du Gutes und dann wirst du auch nicht gerichtet für das Richten, sondern du wirst gesegnet für den Segen, den du aussprichst und verbreitest. Also, wenn du dich gut fühlen willst, dann segne. Wenn du dich schlecht fühlen willst, dann besauf dich ruhig am Fluch, aber dann komm nicht zu mir und sag, oh Pastor, mir geht's so schlecht. Jetzt weißt du, warum so ist. Amen? Okay, gut. Genug erzählt. Das ist die Hauptaussage aus Römer Kapitel 2. Wir haben im Grunde genommen Römer Kapitel 2 angeschaut. Hätte man mit verschiedenen Stellen aus Römer 2 vertiefen können, musste ich aber gar nicht. Mir ist direkt lieber so, denn so verstehen wir es besser. In Römer Kapitel 2 stehen nämlich keine Geschichten. Und die Geschichte von David ist perfekt, ja, für diesen Vortrag. Amen. Lasst uns beten heute Abend. Lasst uns die Sache bereinigen heute Abend. Na, wenn ihr bereit bist, sag mal jemand Amen. Okay, dann lasst uns mal die Augen zumachen und wir kommen von Herrn. Vater, wir bekennen heute Abend, dass wir ungerechtfertigt andere verurteilt haben. Aus Launen heraus, weil sie es gut gefühlt hat, weil wir fleischlich waren, Herr. Und Vater, dann haben wir uns gewundert, dass es uns schlecht geht. Vater, wir wissen jetzt, woran es liegt. Und Vater, wir bitten dich um Vergebung. Vater, wir bekennen unsere Sünde, Herr, des schlechten Redens über andere und bitten dich um Vergebung. Und Herr, wir empfangen die Vergebung jetzt im Namen des Herrn Jesus und empfangen mit der Vergebung den Segen. Und wir danken dir, dass es jetzt aufwärts mit uns geht, dass wir am Körper gesunden, an der Seele wieder heil werden, Herr. Denn von jetzt an werden wir segnen und nicht mehr fluchen. In Jesu Namen. Amen.